Nerdzone. Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Where Angels Cry Tears of the Fallen Collector's Edition auf der Nintendo Switch. Jetzt spielen. Die Hauptgeschichte, du hast einen neuen Auftrag. Tauche als bester Geheimagent des Vatikans in die Welt des 13. Jahrhunderts ein. Sehr gerne. Wir sind blutige Anfänger, oder? Tipps überspringen, schnell laden, Tipps zum Kombinieren, Ziele auf der Karte zeigen, funkeln, aktive Bereiche, aktiviere Aufgabenliste, Spieltutorial. Also, nachdem ich das Spieltutorial nicht überspringen will, beginnen wir mal mit Anfänger. Vielleicht können wir das später noch ändern. Eine Dunkelheit hat uns erfasst. Ich habe einen Auftrag für dich. Reise nach Spanien, Gerüchte zufolge hat der Inquisitor den Verstand verloren. That Inquisitor Agustin went out of his mind. He became obsessed with witch hunting. People are in terror. You are my best agent. I know you'll investigate and bring an end to this madness. The road to Spain is a long and a dangerous one. You'll be safe if you travel undercover. Put on the robes of a Templar knight. Thieves will avoid attacking an armed man. Inside that room, you'll find everything you need. Must I even say that this mission should remain a secret? From now on, you're on your own. I'll pray for your safe return, my friend. Okay, ein Geheimauftrag. Möchtest du interaktive Hilfe beim Spielen erhalten? Ja, machen wir mal. Die Hand erscheint über Sammelobjekten. Nimm diese Kerze. Die Lupe zeigt, dass du einen Bereich genauer untersuchen kannst. Hier am Boden scheint sich etwas zu befinden. Ein Malteserkreuz. Wenn du mal nicht weiterkommst, zeigt dir der Tipp etwas, das du vielleicht übersehen hast. Auf dem Feld fehlt das letzte Kreuz. Leg es an seinen Platz ab. Aha, das muss ich gedrückt halten. Das Zahnrad erscheint, wenn du Zugriff auf ein Minispiel hast. Schiebe die Kreuze so über das Feld, dass sie vom kleinsten zum größten angeordnet sind und zur Spaltenfarbe passen. Du kannst nur nebeneinander liegende Kreuze tauschen. Du hast ein Minispiel begonnen. Wenn du nicht weiterkommst, kannst du es mit den Schaltflächen unten entweder neu beginnen oder überspringen. Oh. Machen wir mal so. Tada. Exzellent! Ein Pfeilsymbol erscheint, wenn du an einen anderen Ort gehen kannst. Betritt den Ausrüstungsraum. Let's see what the Cardinal left inside. Some more light in here would be welcome. Etwas mehr Licht. Ja, bitteschön. Funken zeigen Bereiche, an denen du nach etwas suchen kannst. Sieh dir diesen Bereich genauer an. Suche unter den Objekten nach denen auf der Liste unten. Okay, eine Eule. Eine Rose. Zwei Steine. Hier ist das Mondstück. Der Dolch. Dolch, sage ich. Ein Stein. Und irgendwo. Hallo Ratte. Muss noch ein Stein liegen. Okay, das. Ah, hier drin. Okay.
Einen Dolch, einen Stein haben wir gefunden. Wie es aussieht, muss ich hier etwas tun. Die Ratte befreien zum Beispiel. Sie ist nicht verschlossen, aber mit dem Finger bekomme ich sie nicht auf. Aber mit dem Dolch bestimmt. Ein Schlüssel. Und den benutzen wir hier. Raus, mein Freund. Und der nächste Stein. 3 von 3 Steinen. Passt das so? Oder muss ich hier noch was machen? Ein hübsches kleines Katapult. Kann ich hier einen Stein drauflegen? Oh. Eisenschlüssel. Der Rabe folgt dir auf deiner Reise, hier ist er, und bringt dir von Zeit zu Zeit Nachrichten vom Kardinal. Dessen Briefe enthalten wichtige Einzelheiten zur Geschichte und zum Leben der Charaktere. Du kannst im Tagebuch jederzeit die neuen Kapitel der Hintergrundgeschichte nachschlagen. Das ist ein Sammelobjekt. Du findest deine Sammelobjekte im Tagebuch. Tippe auf die Taube, um sie zu nehmen. Neue Taube, neuer Erfolg. Eine Tunika. Ein Schild. Einen Nagel. Einen Helm. Da ist noch alles gesperrt. Wir brauchen hier 2 Schlüssel. I should place all the equipment here. Let's see what I missed. Du kannst hier die benötigte Ausrüstung sammeln. Lege jeden Gegenstand am passenden Platz ab. Hier. Dann haben wir ein Schild. Doch, wir haben ein Schild. Ein T-Shirt. Es fehlen noch Schuhe, die sind hier. Es fehlen noch Handschuhe. Und eine Schriftrolle oder sowas. Dieser Ziegel ist ziemlich locker. Mit dem richtigen Werkzeug kann ich ihn entfernen. Vielleicht sowas? Und jetzt? Der zweite Schlüssel. Sehr schön, sehr schön. Ein Schlüssel. Ups. Und der zweite Schlüssel. Was kommt zum Vorschein? Oh, die beiden Sachen, die noch fehlen. So. Hübsch ist er. Ausrüstung ist fertig. Okay. Und der Rabe fliegt. Also ich glaube ja, dass das Spiel eher für den Handheld-Modus gedacht ist. Gates of Fortunero Village. I hope the guards will let me in. Zumindest in den Zwischensequenzen sieht man schon, dass die Auflösung nicht die beste ist. Die Sprechblase zeigt dir, dass du eine Unterhaltung mit einem Charakter beginnen kannst. Triff den Wächter am Tor. Paul, who goes there? A Templar Knight?
Well, I'm afraid strangers aren't welcome in our village any longer. We already have enough trouble. Go away. Dann mag uns nicht. Im Tagebuch findest du alle wichtigen Infos zu deinem Abenteuer. Du kannst es bei deinen Untersuchungen verwenden. Hier haben wir, genau, das Federvieh. Mir wurde eine neue Mission zugeteilt. Der Kardinal gab mir folgende Anweisung. Reise nach Spanien. Gerüchten zufolge hat der Inquisitor den Verstand verloren. Er ist nun besessen von der Jagd auf Hexen. Die Leute leben in Angst. Du bist mein bester Agent. Ich weiß, dass du die Sache untersuchen und lösen wirst. Der Weg nach Spanien ist lang und gefährlich. Es wäre sicherer, wenn du im Geheimen reist. Verkleide dich als Tempelritter. Man wird sich nicht trauen, einen Bewaffneten anzugreifen. Das ist eigentlich alles, was der vorhin schon gesagt hat. So, sammle Ausrüstung. Neue Aufgabe. Sprich mit dem Wächter. Das habe ich ja schon. Vielleicht lässt er mich durch, wenn ich ihm die Empfehlung des Kardinals... Oh, ja. Das ist mal eine gute Idee. A permission letter from the Vatican. Hey, listen. The Vatican's far away. And I honestly don't give a damn for some Cardinal's permission letter. I'll let you in. But only if our sheriff gives you his permission. You can find the sheriff in his cabin. Down there along the path. Okay. Die Weganzeige zeigt dir alle Orte, auf die du Zugriff hast. Verwende sie jetzt. Was ist das hier? Von hier aus kann man nur in eine Richtung gehen. Tippe irgendwo in der Nähe des Symbols, um an den nächsten Schauplatz zu gelangen. Oh, hallo. Au. My hand. The wound is not too deep. But I urgently need something to stop the infection and bleeding. Eine Pfeilspitze. Hier oben ist auch was. Hier ist auch was. Ein Siegelring. This must be the sheriff's cabin. The door is locked and it seems like there's no one inside. Ich sollte die Blutung stoppen und die Wunde behandeln, bevor sie sich entzündet. Ja, also mit dem Siegelring kann ich noch nicht wirklich was machen. Oh, schade. Da kann ich das vielleicht runter? Ui, schießen. A map of Portonero and its surroundings? That's just what I needed. Mit der Karte kannst du schnell zwischen Spielorten wechseln, die du bereits besucht hast. Ah, zum Fließen der Karte, ne? So, den Schlüssel. Und schon ist offen. It's too dark in here. Perhaps I can let some more light in. Ja, Fenster auf, oder? That's better. Now let me see if there's anything here I can use. Oh, was ist das? Bringe die Felder so an, dass das Bild vollständig ist. Tippe einmal auf das Feld, um es zu wählen und erneut, um es zu drehen. Du kannst auch auf ein anderes Feld tippen, um ihre Positionen zu tauschen. Tippe irgendwo neben das Feld, um die Markierung aufzuheben. Schauen wir mal. Oh, das ist Tauschen. Dann tauschen wir mal diese beiden. Das ist auch gut. Aber das kann man dann gar nicht mehr. Ja, das kann man dann gar nicht mehr benutzen. Das sieht gut aus.
sieh dir danach aus. Das passt hier. Eventuell hier. So. Sehr schön. Und fertig. Uff. So, wir müssen hier ein paar Sachen finden. Eine Feder. Das ist doch eine Feder. Eine andere. Wie wär's mit der hier? Oder mit der hier? Lauter falsche Federn hier. Die? Auch nicht. Ach, machen wir mal weiter. Oh, muss ich die in einer bestimmten Reihenfolge finden? Wäre möglich. Außer, schauen wir mal. Nö. Der Hamster ist schon hier. Die Kirsche haben wir hier. Okay. Das hier. Diese beiden sind relativ schwierig. Weil rund ist schnell mal was. Der Stein zum Beispiel. Dieses auch nicht. Welche Feder kann das noch sein? Kann man das hier öffnen? Nö. Ah, hier ist noch eine. Nö, die ist auch nicht. Was ist sonst noch rund? Das hier vielleicht? Pilz auch nicht. Ah, hier ist das Vieh. Dieser Becher vielleicht. Jawohl. Jetzt fehlt immer noch eine. Ah, das ist gar keine Feder, das war dieser Zapfen hier. Und etwas Rundes. Fehlt noch. Vielleicht ein Knoblauch. Nö. Auch der nicht. Der Muffin. Nö. Ah, hier. Auch nicht. Das wäre auch noch. Und. Die kann ich auch nicht öffnen. Ich nehme an, wenn ich das hier geschafft habe, dann öffnet sich das von selbst. Ah, der Ring vielleicht? Nö, auch nicht. Was wäre hier noch? Rund. Die Erdbeere wäre rund. Der Stein wäre rund. Die hier wäre rund. Das wäre rund. Schauen wir mal, was ein Tipp sagt. Der Würfel. Okay.
fürchten, wie es aussieht, muss ich hier etwas tun. Kann man den Ring hier... Den Stein weg, auch nicht. Wir müssen das irgendwie öffnen, die zum einen diese Kiste hier. Oh, die ist ja schon offen. Wow. Und zum anderen dieses Kästchen hier. Dann bekommen wir eine Hundepfeife. Ich brauche ein dreieckiges Medaillon, um dies freizuschalten. Was ist hier im Kamin los? Das ist kalt. Der Schulz muss die Hütte vor einiger Zeit verlassen haben. Ah, danke schön. Eine neue Taube. Oh, nö. Genau, am Tisch. Hier setzt der Schulz also seine Schriftstücke auf und unterschreibt sie. Auch weit und breit nichts von einem Medaillon. Wie sieht das aus? Das ist nur das hier. Das Wasser ist dreckig, damit kann ich die Wunde nicht säubern. Ah, hier haben wir auch noch was. Da fehlt allerdings natürlicherweise der Schlüssel. Hier hat noch was gefunkelt. Können wir hier was nehmen? Auch nicht. Die hier möchte ich. Den Schild. Hier gibt es auch nichts mehr. Funktioniert nicht. Kann ich den genauer anschauen? Oder was schreibt er hier? Nicht viel. Das Dorftor. Ich muss diesen Schulzen finden und ihn überzeugen, mich ins Dorf zu lassen. Ja, wir müssen ihn zuerst mal finden. Hier blinkt immer was. Was sagt unser Tipp? Ah, raus mit uns. Okay. Wir können hier weitergehen. Hundepfeife. I have to help the poor man immediately. I just need to find a way to get rid of the wolf. I mustn't risk another attack. Weg mit dir. Okay. Oh, stranger, go away from this unholy place before it is too late for you. Nothing good lives here anymore. The Inquisitor's terror made everyone run for their lives. The wolf only tried to protect me from the Inquisitor, but too late. I feel my soul is leaving my body. This is my end. I only regret one thing. I wish I could have told my woman one last time. I love her so deeply.
my dear Dolores. Rest in peace, brother. I'll pray for your soul to find a rightful path. Okay, dieses dreieckige Medaillon brauchst du natürlich jetzt auch nicht mehr. Dreiecksmedaillon. Ein Verband. Was hätten wir denn noch? Die Waffe nicht. Die Laterne. Ich kann nicht sehen. Dann dafür haben wir ja die Laterne hier. So, jetzt müssen wir ein paar Sachen finden. Fesseln, Schüssel, Tabakspfeife, Engelsbrosche, Zange und Flasche. Erstmal orientieren hier ein bisschen. Oh, da ist Kohle da hinten. Darf ich mir natürlich nicht nehmen. Hier haben wir mal eine Zange, eine Engelsbrosche. Dann geht's weiter mit Seilrolle, Brille. Brille haben wir hier. Schlüssel, Eidechse. Schlüssel haben wir hier. Das ist keine Eidechse. Das ist keine Eidechse. Eine Wanze. Eine Feuerwanze. So. Das Siegelring. Der gleiche, den ich habe, oder? Ja, hier kann ich auch nicht aufmachen. Seilrolle, ich dachte, das ist ein Seil. Und eine Rolle. Ah, die Eidechse. Hallo. So, Fesseln, Tabakspfeife und Seilrolle. Die Fesseln haben wir mal. Ist das hier die Seilrolle? Und jetzt haben wir nur noch eine Pfeife. Das ist die hier. Ah. Dein Körper 206, finde einen weiteren in diesem Mix. Den hier. Wie es aussieht, muss ich hier etwas tun. Einen Siegelring holen? Nee. Das würde ich gern lesen. Sind ein paar Symbole. Wenn ich doch nur etwas hätte, womit ich den Schädel öffnen könnte. Der Knochen ist sicher dafür geeignet. Da haben wir eine ungültige Erlaubnis. Was ist eine ungültige Erlaubnis? Er ist nach einer schweren Verwundung in meinen Armen gestorben. Ich muss seine Frau Dolores finden und ihr die Nachricht überbringen. So, gehen wir mal da rein. Da haben wir jetzt ein Amulett. Das passt wie angegossen. Und hier ist Zeug. Viel Zeug. Ein Wachsstück. So, was haben wir eigentlich hier? Was wir hier auf jeden Fall haben, ist ein Wachsstück, das wir hier nicht heiß machen können. Nein, sagt er.
So, ein Verband haben wir auf jeden Fall für die Hand. Ah, hier brauchen wir drei Sachen. Auf jeden Fall ist das Wasser hier dreckig. Und was das hier ist, das ist irgendein Kraut. Sowas vielleicht. Gehen wir nochmal hier hin, hier rauf vielleicht. Da komme ich nicht ran, aber es sollte noch andere Möglichkeiten geben, die Leiter hochzusteigen. Okay. Wo haben wir sowas gesehen? Du hast auch nichts mehr für mich. Geht ohnehin hier nichts mehr. Was haben wir hier? Eines der Medaillons fehlt. Was ist mit dem hier? Siegelring. Nö. Brauchen wir ein Medaillon. Ein neues Video. Ups. Ach so, das war hier. A few years back, by mere chance, missionaries discovered the village of Portonel, hidden high in the Spanish mountains. The small village, isolated from the rest of the known world, thrived, and its people lived in harmony with nature. No hunger, war, or pestilence used to trouble this place, and the sun used to always shine upon it. The missionaries reported finding traces of a pagan religion, worshipping of the sun and earth, and even animals. Studying their writings, the missionaries revealed even more. One night, after a celebration, tragedy had befallen Portonero. A fiery inferno destroyed the village to the ground. With the help of the missionaries, the village was rebuilt afterwards. But it hasn't been the same ever since. Something has been lost in that fire. From that day on, the sun did not shine upon the village of Portonero any longer. Das ist aber doof, wenn hier die Sonne nicht mehr scheint. Aber eigentlich nette Sache. Das ist ja ein hübsches Geschirr. Vielleicht kann ich das irgendwie gebrauchen. Also so wie ich das sehe, ja, müssen wir hier rein. Da brauchen wir einen Schlüssel. Hier ist nix. Genau, wir sollten hier einen Brief schreiben. Ah. Okay. Ach so, das ist die Erlaubnis, dass wir rein dürfen. Ach. Sehr schön. Und da haben wir die Erlaubnis. Very well. The permission is valid. You may enter Portonero. But I'm warning you, stranger. No funny business, or I'll come and take your head away. I hope I won't see much of him anymore. Please, Inquisitor, on this
chaplain. Tell me now. Or... Leave that man alone. Who are you? How dare you? Tippe auf den Schild an deiner Seite, an der Seite, während sich das Fadenkreuz darauf befindet, um dich gegen die Angriffe des Inquisitors zu verteidigen. Wenn du den falschen Zeitpunkt erwischt oder anderswo tippst, erleidest du Schaden. Oh. Hier, so. Ah. Okay. Würde ich sagen. Ramon, you owe your life to this man. You'll see me again. Also das Spiel hat schon ein paar ganz nette Ansätze. Ja, gefällt mir. Ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.